Beginnen wir doch mal mit einem Experiment. Wie leicht ist es eigentlich, ein Auto zu stehlen? Wir haben ein Gerät, das auch Autodiebe benutzen. Eigentlich ist sowas verboten. Doch wir haben eine spezielle Duldung der Bundesnetzagentur, um zu zeigen, wie schnell ein Auto verschwinden kann. Das Gerät habe ich jetzt angeschaltet. Und dann gucken wir mal, was passiert. Schöner Jaguar. Ich stelle das Gerät jetzt an. Auch beim Mercedes ganz vorn verhindert das Gerät, dass die Fernbedienung funktioniert. Die Frau drückt den Funkschlüssel, doch das Schloss bleibt auf. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Können Sie mal kurz kommen? Können Sie kurz kommen? Ich will Ihnen was zeigen. Ja. Ich will Ihnen was zeigen. Nein. Doch. Wieso? Gucken Sie mal. Ihr Auto war gerade noch auf, ne? Alle Türen auf. Ja, warum? Dachten Sie, Sie haben abgeschlossen? Ja, natürlich. Was haben Sie denn gemacht? Ich habe auf mein Dings hier gedrückt. Aber ist ja alles offen gewesen. Ja, das haben Sie gemacht, ne? Das ist ein Gerät, das benutzen Autodiebe. Wenn das ich ist nicht Ihr Ernst, oder? Drücken Sie jetzt mal auf zu. Ja. Passiert? Gar nichts. Und wenn ich jetzt ausschalte, das Gerät? Wie kommt das denn, ne? Dass es einfach ist, ein Auto zu knacken, das ist bekannt. Aber dass das so schnell geht, dass man das überhaupt nicht mitbekommt, ohne Kratzspuren, ohne irgendwie Einsatz, das ist natürlich schlimm, ganz schlimm. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Haben Sie das mit Absicht aufgelassen, Ihr Auto? Das ist ja ein teures Auto, das hätte jetzt jemand einsteigen können. Ja, richtig. Und dann? Ja, dann wäre er weg gewesen, ne? Haben Sie bemerkt, dass Ihr Auto nicht abgeschlossen ist? Ich hätte es ja klauen können. Ach so. Im Eifer des Gefechts, man verlässt einfach das Auto. Und jetzt haben Sie das Gerät. Ratzfatz ist Ihr Auto weg. Jeden Tag das Gleiche. Feierabend, das Auto parken, hallo Schatz. Doch jeden Morgen stehen 50 Autos in Deutschland nicht mehr da, wo sie am Abend zuvor abgestellt wurden. Etwa 20.000 werden geklaut, jedes Jahr. Auch als die Familie Malakaban ihre Kinder an einem kalten Novembermorgen in die Schule bringen wollte, war der Wagen plötzlich weg. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und geparkt wird dann immer also zwischen hier, also Hausende und also da lang geht's dann, ne? Also genau hier geparkt. Ne? Das ist dann unglaublich sowas. Also, dass die Leute also diesen Mut haben, also einfach nachts also auf mein Grundstück kommen und den Wagen einfach so zu klauen. Und also als ich dann rausgekommen bin, also morgen früh, da habe ich dann nichts entdeckt. Da war nichts also von dem Auto. Man kann ja also wenigstens erwarten, dass da jetzt also Fenster geschlagen ist oder halt eben also von dem Auto einige Stücke da jetzt auf dem Boden lagen. Aber das war nicht der Fall. Also das waren also bestimmt also professionelle Leute. Der BMW X6 in Alpin Weiß war der Stolz der Familie. Immer gepflegt, hart erarbeitet. Als wäre ein Familienmitglied geklaut worden. Genau so habe ich mich gefühlt, also dass da irgendjemand uns was Wichtiges weggenommen hat. In einem Hotel bin ich mit einem Mann verabredet, der unzählige Autos geklaut hat. Ein Mitglied der Automafia. In der Mitte der Befehlskette rekrutierte er junge Männer, die für seine Organisation auf Diebeszug gingen. Er will nicht erkannt werden. Die Jungs sind nur Litauer. Arbeitslose, junge Männer, sagen wir mal so zwischen 17 bis 25 Jahre alt, die Auto fahren können. Führerschein, das muss nicht sein. Geht man einfach so los und guckt, ah, da vorne steht ein Cayenne, den nehmen wir mit? Nee, das ist auf jeden Fall nicht so. Das braucht so ein paar Tage.
durch Berlin, ja, durch die teure Gegend zu fahren und zu gucken, wo das Auto steht. Und wenn das Auto an einer guten Ecke steht, ein bisschen im Dunkeln, ein paar Büsche nebenan, ja, das ist ein guter Platz. Und am zweiten Tag steht er wieder da, um die gleiche Uhrzeit, wenn die Leute schon Feierabend haben, so gegen 19, 20 Uhr, ja, sind meistens alle schon zu Hause. Und wenn das Auto da steht, das heißt, der Besitzer von dem Auto, der wohnt da, und er wird auf jeden Fall immer da sein, dann findest du sofort 3 bis 4 Plätze, wo diese Autos gut stehen, und dann weißt du die Punkte, wo du einfach sofort hin musst. Wir arbeiten heute wie Hacker, sagt uns der Mann. Zwar sind die Wagen mit Computertechnik gesichert, doch die knacken die Diebe mit teurem Hightech-Werkzeug. Und das gibt es für fast jedes Modell, auch im Internet. Solche Geräte seien einfach zu bekommen, sagt er. Und in Videos zeigen die Verkäufer stolz, wie reibungslos das teure Werkzeug funktioniert. Sie müssen den Schlüssel so halten und dann Enter drücken. Jetzt passt der Schlüssel für dieses Auto. Der Dieb macht es auf, steigt ein in das Auto, macht es an. Und das dauert 2 bis 3 Minuten, wenn alles gut geht, ruhig ist. Ja? Dann macht er an. Dann geht der Fahrer rein und los. Was es alles gibt, womit man Autos klauen kann. Ein schier unendliches Angebot. Kann das wirklich jeder kaufen? Ich entscheide mich für einen Störsender, einen sogenannten Jammer. So ein Gerät, betriebsbereit, in Händen einer Privatperson, wäre definitiv illegal. Den Jammer direkt zu mir nach Hause schicken könne er nicht, sagt der Verkäufer. Aber er könne da was machen. Ich soll zu einer Messe nach Tschechien kommen. Dort sei alles kein Problem. Ich kann nach Tschechien da kommen, zu der Messe, und da können Sie mir den verkaufen. Super. Vielen Dank. Genau, dann komme ich da hin und dann können wir da ja alles eintüten sozusagen. Ich kann auf jeden Fall nach Tschechien kommen und die wollen wir da das Gerät verkaufen. In einer Tüte die Batterien und in der anderen Tüte das Gerät. Damit sei auch geklärt, ich könnte es gar nicht benutzen und so wird es dann verkauft und ich kann es mit nach Deutschland nehmen. Beginn meiner Recherche in Osteuropa. Karlsbad in Tschechien. Eigentlich ist das eine Messe für Schlüsseldienste. Aber eben offenbar auch ein Supermarkt für Autodiebe. Wie vereinbart, gehe ich zum Stand der Firma. Dort erklären sie mir, wie der Jammer funktioniert. Und ganz wichtig sei, falls ich kontrolliert werden sollte, den Einschaltknopf immer getrennt vom Gerät aufbewahren. So sei das Gerät nicht betriebsbereit, also nicht illegal. Was ich damit vorhabe, fragen die Verkäufer nicht. Ich habe es jetzt gekauft und auch gekriegt. Mit dem Gerät hier kann man auf jeden Fall verhindern, dass jemand sein Auto abschließen kann. So groß, 1450 Euro kostet es. Er hat gesagt, ich soll einfach dieses Kabel hier in einen anderen Briefumschlag tun und zukleben, dann ist es nicht betriebsbereit und damit sei alles okay. Sie erinnern sich, was ich als Laie mit dem Jammer anstellen kann. Die Firma sagt, der Verkauf des Gerätes an sich sei legal. Und jeder Zusammenhang mit Autodieben sei, Zitat, Bullshit. Doch was hier verkauft wird, ist für Diebe hochinteressant. Und alle wissen, verhindern, dass etwas in falsche Hände gerät, kann hier niemand. Auch unseren deutschen Behörden oder den Behörden in Europa ist eigentlich bewusst, dass Geräte, die produziert werden, teilweise direkt vom Produzenten verkauft werden.
dahin, manchmal über Händler dahin. Also die Wege sind gar nicht kontrollierbar. Aber heißt das quasi, die Autodiebe sind genauso schnell wie die Hersteller? Im Prinzip ja. Also es gibt genug Entwickler in Osteuropa, die sich nur damit beschäftigen, diese Sachen zu knacken. Wenn gesagt wird, es gibt eine neue Sicherheitstechnologie, dauert es höchstens ein Jahr. Und dann haben es die Autodiebe? Ja, maximal ein Jahr. Und solange es in Deutschland beispielsweise keine Regelung gibt, die den Verkauf solcher Geräte zumindest limitiert, ist es ja gar nicht möglich zu gucken, dass es überhaupt nicht ein falscher Händler ist. Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium sagt dazu, eine Regelungslücke gebe es nicht. Und so kämpft die deutsche Polizei, wie hier im LKA Berlin, mit einem Gegner, der immer besser ausgerüstet ist. Die Diebe arbeiten inzwischen wie Klaukonzerne. Hochspezialisiert, arbeitsteilig, geräuschlos. Die Straftäter, um die wir uns hier im Landeskriminalamt kümmern, sind überwiegend spezialisiert auf hochpreisige Fahrzeuge der deutschen Premiumhersteller. Und nach unseren Erkenntnissen stammen diese Straftäter zum ganz großen Teil aus Litauen. Sie werden auch aus Litauen heraus gezielt eingesetzt, in bestimmten Gebieten innerhalb Deutschlands ganz bestimmte Fahrzeuge zu entwenden. Und die sind dann auch nur zuständig für die Überwindung der Fahrzeugtechnik, den eigentlichen Diebstahlsvorgang, den Abtransport der Fahrzeuge. Den übernehmen dann wiederum andere Straftäter, die auch aus Litauen heraus gesteuert werden. Und die fahren diese Fahrzeuge dann entweder auf eigener Achse aus Deutschland heraus oder stellen sie für einen späteren Abtransport bereit. Wir reisen den Autodieben hinterher, nach Litauen. Wir kommen nach Kaunas. Die zweitgrößte Stadt Litauens wird hier die Stadt der Diebe genannt. Auf dem lokalen Gebrauchtwagenmarkt kontrollieren heute die Männer der Kripo Kaunas in Zivil. Hier wird alles verkauft, geklaut oder nicht. Kaunas ist einer der größten Automärkte Europas, für die Fahnder kaum kontrollierbar. Autodiebe haben Vorlieben für Geländewagen. Dieser BMW X5 kommt dem Beamten verdächtig vor. Laut Kennzeichenrahmen stammt das Auto aus Hürth in Nordrhein-Westfalen. Schau mal, hier gibt es keine Umweltplakette mit Kennzeichen. Hat der BMW nicht. Keine Spur. 10 Minuten Kontrolle für einen Wagen von Tausenden. Eine tote Spur. Der BMW ist sauber. Längst müssen die Ermittler den Autos viel weiter hinterherjagen. Oft tief in die baltischen Wälder. Hier verstecken Autoschieber die Fahrzeuge. Vor dieser Datsche wurden gerade erst 2 Range Rover gefunden, die Autoschieber ins ferne Tadschikistan bringen wollten. Gerade als der Polizist das erzählen will, erscheint der Bewohner der Datsche. Wer seid ihr? Kriminalpolizei und Journalisten. Was weiß ich schon? Die hatten teure Wagen. Sie haben gesagt, wir wollen die Autos nicht auf Parkplätze stellen und hier bei dir ist es ruhig und sicher. Okay, die Autos waren gestohlen und der ein oder andere hat das vermutet, aber was weiß ich schon? Ich habe gesagt, stell es ab, gibt genug Platz hier. Und wer das war, weiß ich nicht. Kirgisen oder Tadschiken, der Teufel weiß das. Auf einem ehemaligen Fliegerhorst der Sowjetarmee sichert die litauische Polizei ein Lager mit scharfen Schutzhunden gegen Diebe. Hier lagert die Polizei sichergestellte Fahrzeuge.
Wenn man sich hier umguckt, sind hier alle Autos aus der Klaustatistik. Da ist ein BMW X5, ein BMW X6, noch ein X5, da hinten ist ein Q7, da hinten Range Rover. Das sind alle Autos hier. Dieser Honda wurde 2013 in Darmstadt entwendet. Bald soll er nach Hause, nach Deutschland kommen. Edle Autos, Beifänge, alles lagert hier. Litauen ist nur die Drehscheibe für geklaute Autos. Von hier aus werden sie weiter nach Zentralasien verschoben. Beliebt bei Dieben? Der Export per Zug. Knapp ein Dutzend solcher Stationen gibt es allein in Litauen. Beim Chef dieses Umschlagplatzes haben die Polizisten schon oft geklaute Autos entdeckt. Man kennt sich. Natürlich ist es unangenehm. Aber ich habe doch korrekte Unterlagen. Was kann ich mehr tun? Dieser Zug fährt über Weißrussland Richtung Tadschikistan. Geklaute Autos, die hier landen, sind fast am Ziel. Ein paar Kilometer weiter und die Ware ist raus aus der EU. Wenn man das Problem wirklich lösen wollte, müsste man alle Züge, alle Aufladungen kontrollieren. Man müsste jedes Mal dabei sein und alles prüfen. Wir schaffen das nicht. Wir sind hier, wenn wir Tipps bekommen. Dann kontrollieren wir die Aufladung jedes einzelnen Autos, bevor es nach Kirgisistan oder Tadschikistan geht. Die letzte Kontrolle. Die Fahrzeugidentifikationsnummer nach litauischem Funkalphabet. Jonas Henrikas Laima. Jonas Henrikas Laima. Rita Marite. Rita Marite. Rita! Rita! HGO. HGO. Doch dieses Auto steht nicht in der Fahndung. Ein Land, das die Züge aus Litauen häufig ansteuern, genießt bei Autodieben einen sagenhaften Ruf. Dort könne man ungestört von Behörden mit geklauten Autos herumfahren. Deutsche Fahnder vermuten tausende geklaute Autos, ausgerechnet im fernen Tadschikistan, am Rande des Pamirgebirges. Das Land, eines der ärmsten der Welt. Durchschnittseinkommen 60 Euro im Monat. Weniger als in weiten Teilen Afrikas, in Mauretanien oder im Senegal. Doch die Hauptstadt Dushanbe ist voll mit teuren Autos. Mercedes, Porsche, BMW. Neupreis oft mehr als 100.000 Euro. Sind die alle beim lokalen BMW-Händler gekauft? Kurze Recherche. Lokale BMW-Händler gibt es hier nicht. Ebenso wenig wie etwa Händler für Range Rover. Und die neuen Besitzer? Wer ein Luxusauto kauft, hat gute Kontakte zur Politik, heißt es. Man trifft sie vor den teuren Nachtclubs der Stadt. Ich bin Geschäftsmann. Ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten. Jetzt bin ich 25 und habe dieses Auto gekauft. Ich kaufe immer nur BMW. Es heißt, solche Autos in Tadschikistan seien oft geklaut. Nein, das ist nicht gestohlen. Ich habe es aus Deutschland. Es ist nicht gestohlen. 100%ig. Kein Problem. It's 100%. It's no problem. No problem, sagt er und gibt Gas.
No problem, das behauptet auch die tadschikische Regierung. Tausende geklaute Autos ins Land zu bringen? Unmöglich. Um das zu beweisen, hat man uns zum Zoll eingeladen. Dieser Beamte soll vorführen, in der Republik Tadschikistan wird jedes Importauto streng nach Verordnung 441 kontrolliert. Sehen Sie, wir prüfen die Dokumente, die wir bislang haben. Sehen Sie, hier steht der Name des Fahrzeugbesitzers, der Fahrzeugtyp und hier die Fahrzeugidentifikationsnummer. Bitte schön, filmen Sie hier. Auf dem Auto steht die gleiche Nummer wie auf dem Dokument. Das Problem? Die Nummer auf dem Auto ist schwer zu fälschen, die Nummer in Dokumenten hingegen nicht. Um zu prüfen, ob ein Auto geklaut ist, müsste die Nummer auf dem Auto mit der Datenbank von Interpol abgeglichen werden. So etwas könnte auch der Zollbeamte veranlassen, wenn ihm ein Fahrzeug verdächtig erscheint. Wie oft veranlassen Sie so eine Überprüfung, wollen wir vom Zollchef wissen. Wie oft haben Sie Zweifel? Bis heute gab es solche Zweifel noch nie, weil alle Fahrzeugidentifikationsnummern auf den Dokumenten immer mit den Nummern auf den Autos übereinstimmten. Keine einzige Überprüfung bei Interpol, zumindest in dieser Zollstation. Seltsam, denn auf den Parkplätzen der Hauptstadt Dushanbe beschleichen uns öfter Zweifel. Bei diesem BMW etwa wurde das deutsche Kennzeichen aus der Umweltplakette herausgekratzt. Schon auffällig. Wer in Tadschikistan ein Auto kaufen will, kommt hierhin. Zum großen Automarkt von Dushanbe. Hier gibt es offenbar zwei Sorten von Autos. Die, die geklaut sein könnten, und die, die wohl legal importiert wurden. Solch alte Autos. Die sind hier seltsamerweise auffallend teuer. Hier etwa verkauft ein deutschsprachiger Händler einen Golf von 1998. So ein Golf, der kostet wie viel? 6.000 Euro. 6.000 Dollar natürlich. 6.000 Dollar? Ja. Yeah. Und das ist aber ganz schön viel Geld eigentlich für so einen Golf, oder? Der ist von wann? Ich weiß nicht, aber das Transportieren hier aus Deutschland hier in Tadschikistan, deshalb sehr teuer hier. 1.000 Euro und mehr kostet der Transport per Zug, sagt der Händler. Das heißt, eigentlich müssten alle Autos hier teurer sein. Gilt das auch für die Luxusautos? Wir geben uns als Käufer aus und drehen mit versteckter Kamera. Schauen uns einen BMW X5 von 2012 an. Was das Auto kostet, wollen wir wissen. 26.000 Euro als Startangebot. Das ist extrem billig. Der Neupreis liegt bei etwa 70.000 Euro. Der Wagen hat noch eine deutsche Umweltplakette und wir filmen die Fahrzeugidentifikationsnummer. Die schicken wir der deutschen Polizei. Wir haben jetzt eine E-Mail bekommen zu dem Auto auf dem Automarkt, zu der Fahrgestellnummer. Sehr geehrter Herr Edelhoff, der Wagen mit der Fahrgestellnummer gehört zu einem im Dezember 2012 in Hildesheim gestohlenen BMW X5. Der ist also geklaut aus Deutschland. Um ehrlich zu sein, es ist noch einfacher, hier geklaute Autos zu finden. Einer der zahllosen Hinterhöfe der Hauptstadt. Teure Autos überall. Bei diesem Range Rover haben sich die Diebe nicht mal die Mühe gemacht, ihre Tat zu verschleiern. Nach dem Dortmunder Kennzeichen auf der Plakette wird seit 2013 international gefahndet. Noch ein Range Rover, wieder mit Umweltplakette. Das Auto wurde einem Ex-Bundesliga-Profi aus Hamburg gestohlen. Auch die deutsche Polizei war einmal hier. Bei einer Schulungsmission für tadschikische Kollegen kontrollierten sie Luxusautos mit einem bemerkenswerten Ergebnis. Gemeinsam mit der tadschikischen Polizei haben wir dort Fahrzeuge ganz gezielt kontrolliert. 25 Fahrzeuge aus dem sehr hochpreisigen Segment wurden von uns kontrolliert. 24 davon waren im Fahndungsbestand, wurden also in Deutschland oder anderen europäischen Ländern entwendet. Also alles nur geklaut.
Und was ändert das? Nichts. Denn selbst wenn Fahrzeuge eindeutig als gestohlen identifiziert sind, Tadschikistan rückt sie nicht heraus. Es gibt Gerüchte, das liegt auch an ihm. Präsident Rahmon. Er ist allgegenwärtig und nahezu allmächtig, regiert seit 22 Jahren, baute sich den größten Fahnenmast der Welt direkt vor seinen Palast. Es heißt, Freunde und Familie des Präsidenten seien mit den geklauten Autos unterwegs. Zu belegen ist das nicht. Und Tadschikistan streitet es vehement ab. Deshalb lädt der Innenminister uns zum Interview ein. Die Stimmung etwas angespannt. Im Raum keine anderen Journalisten, sondern Verstärkung für den Minister. Behördenleiter, Polizeichefs, Staatssekretäre. Um mich herum werden immer wieder die Beamten aufgerufen. Aufstehen, Haltung, Bericht vortragen. Alles für uns. Der Inhalt? Die Vorwürfe gegen die Familie des Präsidenten seien eine Beleidigung. Und dass tausende geklaute Autos im Land seien, stimme nicht. 78 gestohlene deutsche Autos habe man identifiziert. Zurückgeben will das Land aber nur 5 Wagen. Denn... Die Tadschiken sind laut Verfassung der Republik die rechtmäßigen Besitzer, da sie die Autos gutgläubig aus dritter oder vierter Hand gekauft haben. Punkt. Heißt, die Tadschiken hätten nicht wissen können, dass die Autos geklaut sind. Deshalb behalten sie auch die meisten. Es bleibt dabei. Hier kann offenbar praktisch jeder unbehelligt weiterfahren. Besonders deutlich wird das bei der letzten Etappe unserer Reise. Ein Treff mit einem Autoverkäufer. Stolz führt er uns in seinen Verkaufshof. Ausnahmslos Luxusautos. Range Rover, BMW, Porsche. Ob die Wagen geklaut sind, wissen wir nicht. Aber sie sind alle auffällig billig. Ein Porsche Cayenne kostet hier gerade mal 9.000 Euro. Und dann zeigen sie uns auch einen BMW X6 Alpinweiß. Ob wir Probleme mit den Papieren haben werden, wollen wir wissen. Nein, versichert man uns, alles sei in Ordnung. Der Wagen sei definitiv sauber. Tatsächlich? Der Familie Malakaban aus Berlin kommt der Wagen recht bekannt vor. Wir bringen ihnen unsere Bilder mit. Ja, sieht genauso aus. Also weiße Farbe, X6, BMW. Fahrzeugidentitätsnummer. Ja, gucken Sie jetzt nochmal auf die Nummer. G01-000-L-33-6487. Das ist genau der Wagen. Also das ist Ihr Auto. Das ist mein Wagen, also absolut. Das ist echt, das ist wie ein Familienmitglied weg ist. Also ich hatte mich dann abgefunden damit, weil es ja jetzt also mittlerweile, wie viele Jahre, 2011, 4 Jahre vergangen sind. Ich hatte mich dann abgefunden, jetzt wenn ich den Wagen sehe, das tut mir dann auch ein bisschen leid. Also jetzt, tut schon einen weh. Tut schon weh, also ne. Dass der Wagen jetzt da ist und ich habe dann auch geschuftet für den Wagen. Dass es dann in Tadschikistan landen würde, hätte ich mir nicht träumen können. Also, ne? Dass man allein mit dem gestohlenen Wagen 9000 Kilometer fahren kann, ohne bemerkt zu werden. Die Familie hat der Diebstahl mehr als 20.000 Euro gekostet. Ihr Wagen fährt jetzt irgendwo in Tadschikistan. Eine bittere Erfahrung für die Familie. Für die Autodiebe nur ein Routinejob.